say, you won't understand it. All alone, that's okay. People like can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. Getting ready. Ich benutze den. Deine Lippen sehen voll gruselig, voll groß aus. Essen wir hier? Fischstrudel, Lachertorte und irgendwas mit Erdbeeren. Give it a try. Sehr süß und sehr schokoladig. Ja? Sehr süß, oder? Schmeckt oder nicht? Scheiße, so. 9 Euro, Alter. Also das ist gar nicht meins. Ich nehme dann mal das. Nee. 1 von 10. Also wir bewerten jetzt alles, was wir in Wien essen. 1 von 10. Und das ist nicht gut. Das ist so 8. Nee, ich mag den Boden nicht, das ist ein bisschen zu hart. Das könnte so weicher sein. Also den mag ich, den Apfelstrudel. Und das? Ja. Ich habe schon 7 von 10, mindestens. Also Leute, wir fahren jetzt zum Schloss Schönbrunn. Die Sonne scheint, es ist einfach so tolles Wetter. Ich kann es gar nicht glauben, es ist echt unfassbar schön hier. Wow. Also Kylie und ich, wir werden jetzt... Oh Gott, wie schön, das Schloss im Hintergrund. Wir werden jetzt nach ganz da oben gehen. Das sieht man natürlich jetzt gerade nicht hinter den Bäumchen. Zeige ich das gleich. Und den Marsch antreten. Unsere Oma wartet da hinten auf einer Parkbank, weil sie nicht mehr kann. Verstehe ich auch. Und vielleicht werden wir dann noch so was Kleines da oben trinken. Let's see! Also, was zu trinken wollen wir uns jetzt nicht, weil unsere Oma wartet. Es ist sehr windig, but very beautiful. I mean, look at this. Also, das war jetzt richtig schön, oder? Wir haben richtig schöne Fotos gemacht. Ich bin sehr froh, dass ich die Alte dabei habe, weil die kann wirklich gute Fotos machen. Und endlich können wir mal wieder was für Instagram produzieren. Ja, wir wissen noch nicht, was wir heute sonst noch so machen. Die Alte hat Hunger. Ich nach diesen ganzen Kuchen gar nicht. Aber ja. Perfekt. Okay, friends. It's the taste test for me. Schon gegessen, die verfressene. Hab ich gar nicht. Alter, wir haben gerade 6 Euro für diesen Crepe bezahlt, ja? Ich glaube, mein Crepe ist ausgelaufen. Mit Nutella mal. Also er fällt mir hier rein. Also Leute, die meisten kriegen es nicht hin, genau die richtige Amount. Entweder zu viel oder zu wenig, oder? Schmeckt aber nach 3 Euro Pfannkuchen mit scheiß nicht viel, Digga. 6 Euro, aua. Ich krieg den da nicht raus. Ich fasse jetzt nicht meinen Nägel rein. Okay, ich mach. Ist sowieso schon schmutzig. Jawohl. Jawollo. How am I supposed to eat this? Kannst du aber nicht so Main Character sein und in der Mitte stehen? Oh, warum? Alles gut. Ich kämpfe gerade so. Ein Teil einer Frau. Das kannst du nicht posten. Ich hab nur Leberfleck bekommen. Wir walken jetzt noch ein bisschen durch Vienna. By night. By night? Noch nicht. Wir haben jetzt hier ein paar Platz auf den Bänken gefunden. Oh. But it's kind of smelly, like garbage in here. Ja, was machen wir jetzt hier so? Nichts. Chillen. Sehen wir uns gerade ähnlich? Nee, du siehst ein bisschen scheiße aus. Digga.
Morgen, Leute. Ich war schon gerade duschen und werde mich jetzt ready machen. Meine Sunscreen, richtig. Ich bin so müde und ich melde mich später. Das ist jetzt mein Outfit fürs Frühstück. Erstmal kurz, damit ich essen kann. Natürlich ein lockeres T-Shirt. Und Kylie hat mein schönes Kleid an, because she's like looking like a beauty queen. Das ist dein Outfit for today. So Leute, also wir sind jetzt fertig gemacht und wir gehen jetzt in die City, gucken uns ein bisschen die Sachen an, Prater und solche Sachen. Und ich freue mich schon sehr. Das ist jetzt mein Outfit. Lisa ist von Bershka, Hose ist von Zara, Top ist von, keine Ahnung, Schmalt. Ja. Ich finde Aperol so eklig. Ich mag gar nicht, schmeckt gut. Ich mag meine Aperol. Leute, wir trinken jetzt hier um 12.30 Uhr unseren ersten Alkohol. Unser erstes alkoholisches Getränk. How do we like it? Unsere Oma hat uns jetzt verlassen. Die braucht jetzt erstmal einen Mittagsschlaf. Und wir gehen gleich zum Prater. Und zu Uli, genau, da wollte ich unbedingt hin. Das soll ich mir angucken. In every song, in every wrong. Campus an der WU und es ist einfach so krass schön. Also ich meine, das ist einfach die Uni, ich zeige euch die gleich noch von innen und die ist einfach so, so, so schön. Also es hätte eigentlich eine Potential oder es könnte eine Potential Uni sein, an der ich studieren wollen würde, aber alles ist schön hier. Dankeschön. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Hotel zurück, weil wir jetzt zum Hause brauchen. Und dann gehen wir später Schnitzel essen. Ich freue mich schon sehr. Hallo! Nee, du musst andersrum machen. Also. So. It's another Get Ready With Us. Das Gefühl, mein Eyeliner ist richtig lang geworden. Oh, das sieht auch echt scheiße aus. Bin ich auch. Das ist erst so eine billige Drag Queen. Whatever, bye. Heute unser erstes Wiener Schnitzel in Wien. Also Kylie und ich sind jetzt mit einer Freundin von Kylie verabredet und wir gehen auf eine Rooftop-Bar. Ich zeig's euch mal. Also da oben ist die Rooftop-Bar. Was ist das bitte wieder für eine kranke Aussicht hier? Also Dienstag. Ich bin jetzt gerade aufgewacht und machen wir uns fertig und dann gehen wir auch schon zum Frühstück. Wir sind gestern irgendwie schon, also ich bin dann gestern kurz vor drei ins Bett gegangen
war spät. But it was a nice time. Let me tell you. Es war wirklich richtig cool. Wir haben coole Leute kennengelernt. Es war richtig nice auf dieser Rooftop-Bar. Wir waren, ich weiß gar nicht, was ich gefilmt habe. Und heute soll es richtig schlechtes Wetter werden. Morgen auch. Es ist richtig scheiße. Dann ist Donnerstag, soll hier jeden Tag die Sonne scheinen. 25, 26 Grad. Aber egal, wir können es eh nicht ändern. Ist halt schade, ein bisschen, ne? Und ja, ansonsten, ich sehe da Hunger und freue mich jetzt aufs Frühstück wieder. Wir gehen heute Spätzle essen. Gestern waren wir Wiener Schnitzel essen. Es war überhaupt nicht gut. Es war kalt, was ich eine Frechheit fand. Und dann ist die Panade auch die ganze, also die Panade war bei mir einfach ab. Die war einfach nicht auf dem Schnitzel dran, sondern halt, ja, ich habe halt eigentlich Schnitzel und Panade separat gegessen und ich finde, dafür, dass es so ein fancy-looking Restaurant war, fand ich das schon ein bisschen frech. Wir waren echt alle richtig enttäuscht. Deswegen heute nochmal Spätzle und ja, mal sehen. Das ist jetzt erstmal mein Outfit fürs Frühstücken. Ja, see you later, alligator. Und diesmal zeige ich euch das Frühstück und werde es nicht vergessen. Sieht das hier aus? Ich meine, Leute, guckt euch das nochmal an, wie schön das hier bitte ist. Was ist das für ein tolles Haus hier oder tolle Häuser? Und da hinten das Grüne mit den Pflanzen, das ist das Wunderwasser, was wir sehen. Jetzt angucken werden. Ich bin voll excited. Das sieht voll cool aus. Das ist wirklich cool. Das sieht so cool aus. Naschmarkt. Das war richtig schön, richtig cool, was die hier alles so haben. Also das ist echt so cool. Also wir sind auf der Maria-Hilf-Straße. Das ist irgendwie so eine Shopping-Street. Und es wird gleich dick anfangen zu regnen. Und Luna hat ein Kleidchen an. Und wir haben keine Regenschirm dabei. Egal. Auf jeden Fall mal sehen, was wir hier so finden heute. Okay, ich habe einen Eiskaffee bestellt. Der sieht ein bisschen nasty aus, sage ich so, wie es ist. Aber ich bin gespannt. Jetzt ist es Kylies Turn und jetzt sieht es auch besser aus als vorher. Oh, geil. Echt? Oh. Das Ding ist, wir sitzen jetzt hier und es soll an sich in einer halben Stunde anfangen zu regnen. Und wir fahren, also wir gehen bestimmt 15 Minuten nach Hause. Also es wird nichts. Das ist voll geil. Oh, das ist geil. Boah, die Pizza sieht so lecker aus. Was für eine Nummer gibst du? Also die ist schon richtig gut. Ich finde die besser. Ich finde, die ist eine 8. Mit dem Pesto drauf. Die sind so viel Schinken halt. Die sind so 3 Lagen. Ja, aber ich finde das halt voll gut dafür, dass du eine Mini-Pizza hast für 4,50 Euro. Und die sieht so aus. Die sieht halt frisch gebacken und echt lecker. Also die ist auch so lecker. Delish. Ich sippe an meinem Eiskaffee, den ich die ganze Zeit haben wollte. Guten Appetit. Ich habe nicht mal Hunger. Ja gut, ich schon. Jetzt geht's nochmal Kaiserschmarrn essen. Kylie hat eine neue Brille von Dior bekommen. Und Omi hat mir ein Parfum gekauft. Ja, also wir hoffen, dass das natürlich gut schmeckt. Dass es guter Kaiserschmarrn ist, obviously. Und ich meine, können wir mal kurz
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja Leute, genau, wo wollen wir hin? Da, wo die Schlange ist. Juhu. Oh Mann, ey, es fängt gleich richtig an zu regnen. So, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen was Kuchen und Kaffee. Und der Rest kommt noch. Kylie und ich haben Kaiserschmarrn bestellt. Österreichischer Kaiserschmarrn. Yay, Kaiserschmarrn! Leute, Kaiserschmarrn war geil. 10 out of 10. Sehr lecker. Animal. Sehr lecker. So sad. Wird das hier schon gehen? Are you sad that we have to leave? Ja. Wo ist meine Maus? Genau.